Servus alle miteinander und herzlich willkommen zu unserem Sonntagstestspiel gegen Armenien, so wie es gewünscht wurde. Ja, Armenien, die die längste Zeit ihrer Fußballgeschichte zur Sowjetunion gehört haben und seit 1992 unabhängig sind. Der Fußballbetrieb leidet allerdings unter der schweren wirtschaftlichen Lage in Armenien und die Clubs sind meistens abhängig von reichen Unternehmern. Und wenn die einmal ihr Interesse am Fußball verlieren oder es ihnen selbst mit ihrem Betrieb gerade nicht so gut geht und sich zurückziehen, dann geraten die Vereine schon mal in schwere finanzielle Probleme. Armenien hat sich in seiner Selbstständigkeit bis jetzt noch nie für eine WM oder EM qualifiziert, haben aber für die Europameisterschaft 2012 eine respektable Leistung geboten, immerhin hinter Russland und Irland auf dem dritten Platz. Das Einzige, was mehr verhindert hat, war, dass sie die entscheidenden Punkte gegen Russland und Irland nicht gemacht haben. Wenn wir hier in Führung gehen, recht früh. Frick, im letzten Spiel hat er nicht getroffen, damit ist seine Torserie zu Ende gegangen und jetzt will er scheinbar wieder eine anfangen. Ja, inzwischen gibt es allerdings in Armenien seit gut 10 Jahren ein Trainingscenter und eine eigene Akademie. Also man möchte natürlich an der Lage des Fußballs was ändern, völlig klar. Aber ändert halt nichts daran, dass ich selbst älter bin als der selbstständige Fußball in Armenien. Also noch keine 30 Jahre, also der Fußball in Armenien meine ich. Ich bin schon 30. Ja, der höchste Sieg, ein 7:1 gegen Guatemala. Ich komme irgendwie über diese exotischen Nationalmannschaften nicht hinaus. Ein 7:1, ja. 2016 war das. Die höchste Niederlage, allerdings ein 9:1 oder 1:9 besser gesagt, gegen die Italiener 2019 war das. Und Frick mit dem 2:0. Läuft bis jetzt sehr gut. Armenien hat übrigens auch schon einige Länderspiele gegen Liechtenstein gehabt und die sind alle immer recht knapp gewesen. Ein Sieg ist Liechtenstein allerdings bis jetzt verwehrt geblieben. Die meisten Spiele, ein Spieler, der auch hier im Kader steht bei Armenien, Sagis Hovsepian, 132 Länderspiele. Und ich denke, ihr wisst bereits, bevor ich es euch sage, wer der beste Torschütze von Armenien ist in ihrer Geschichte. Das ist niemand anderer als Henrik Mkhitaryan. Ihr wisst schon, Borussia Dortmund, Arsenal London und so weiter. Habe ich jetzt ernsthaft Arsenal London gesagt? Die heißen Arsenal Football Club, nicht London. Also da hat er jetzt einen Blitzreflex gehabt, der Berezovski. Der Golden Player von Armenien ist Koren Hovhannisyan. Immerhin 34 Spiele für die Sowjetunion. Und hält noch dazu einen Rekord, nämlich er hat in der... jetzt habe ich nicht gewusst, dass ich den Ball habe. Er hat in der sowjetischen Liga mit Abstand die meisten Tore eines Armeniers erzielt. Also er ist der Armenier mit den meisten erzielten Toren in der sowjetischen Fußballgeschichte. Kann es sein, dass, dass Armenien jetzt gerade mit einem Libero spielt? Sieht nämlich irgendwie so aus. Ich glaube, ich habe einen Verletzten am Feld, wenn ich es richtig gesehen habe. Den Hasler haben sie mir niedergegrätscht. Na toll. Beck oder Frick? Den Beck. Wir bringen Beck back. Ja, grätschen kann ich auch. Ja, den kann ich jetzt natürlich nicht anspielen. Und natürlich spielen sie jetzt genau dorthin, wo der verletzte Spieler steht. Schade. Was? Das war doch nie im Leben abseits. Ja, ihr seht, Hasler ist ziemlich sauer über seine Verletzung und dass die so reingegangen sind in einem Testspiel, kann ich verstehen. Die halten sich auch nicht zurück.
Mist. Kommt schon, es wird doch wohl noch ein drittes Tor drin sein gegen Armenien. Jawohl, sag ich doch. Oh, Hattrick für Frick. Ein sogenannter Hat-Frick. Entschuldigung. Also, es läuft. Je näher die Europameisterschaft kommt. Ich hoffe, es läuft dann bei der Europameisterschaft selbst auch so, weil es gab ja schon oft die Fälle, dass die Testspiele vor einer EM besser gelaufen sind als die Europameisterschaft selber. Halbzeit hier in Jerewan, wenn ich es richtig knapp. Ja, in der Hauptstadt von Armenien. Und es ist Zeit für eine Halbzeitgeschichte. Ja, dadurch, dass Armeniens Geschichte sich, wie gesagt, noch etwas in Grenzen hält, habe ich wieder etwas buddeln müssen, habe allerdings etwas gefunden, was noch nicht so lang zurückliegt. 2019 sollte das Europa League-Finale in Baku stattfinden, in der Hauptstadt von Aserbaidschan. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum rede ich von Aserbaidschan, wenn ich hier Armenien habe. Das hat den folgenden Grund, nämlich dass Armenien und Aserbaidschan überhaupt keine diplomatischen Beziehungen zueinander haben, aufgrund des Karabach-Konflikts, wo sich die beiden Länder nach wie vor über ein bestimmtes Gebiet bekriegen. Warum ist das so wichtig? Ja, wie gesagt, das Finale sollte in Baku stattfinden und in diesem Finale war auch Arsenal mit dabei und im Kader von Arsenal den schon vorher erwähnten Henrik Mkhitaryan, ein Armenier. Und immer wieder haben die da Sicherheitsbedenken geäußert, ob der in Aserbaidschan sicher wäre. Aserbaidschan hat zwar immer wieder gesagt, sie würden alles tun, um seine Sicherheit zu gewährleisten und er ist mehr als willkommen. Das wäre allerdings etwas Neues, denn es sind so gut wie, das heißt so gut wie, es werden keine armenischen Staatsbürger in Aserbaidschan reingelassen. Und letzten Endes haben sie sich dann, also Club und Spieler, dazu entschlossen, dass er nicht mit nach Baku kommt. Chelsea hat das Europa League-Finale gegen Arsenal mit 4:1 gewonnen. Und es gibt nicht wenige, die sich fragen, wäre es anders gelaufen, wenn Mkhitaryan dabei gewesen wäre? Kann man leider nicht sagen. So, nach dieser kleinen Geschichte, schauen wir mal, ob ich einen Wechsel durchführen kann. Ich meine, kann ich natürlich, aber... So, ich würde sagen, wir gönnen dem Frick jetzt eine Auszeit und bringen den Modestus Haas noch einmal hinein. Und dann reden wir über die armenische Oberliga, die Bazragouin Khumb. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, existiert seit 1992, besteht aus 9 Teams, was auch ungewöhnlich ist. Normalerweise ist es eine eher gerade Zahl. Ich muss natürlich den Ball jetzt wieder etwas ruhig bekommen, damit ich euch mehr erzählen kann. Ich habe nämlich einen Notizzettel. Aber das ist ja nichts Neues. Da ist der Modestus gleich mal. Oh, und Büchel. Jetzt beginnt der auf einmal mit dem Tore schießen. Ja, zu Anfang war es noch eine Ganzjahresmeisterschaft von März bis Oktober. 2012 wurde das geändert. Rekordmeister ist Pjunik Jerewan mit 14 Meistertiteln. Und ich habe auch etwas Interessantes gelernt, was ich vorher überhaupt nicht wusste. Während meiner Recherche habe ich festgestellt, dass es 2 Clubs aus Jerewan gibt, die Ararat genannt werden. Nämlich Ararat Jerewan und Ararat Armenia. Ja, das ist wie gesagt jetzt nicht wie Austria Salzburg und Austria Wien. Also dass man eindeutig weiß, wer woher kommt, sondern beide Teams, wie gesagt, kommen aus der Hauptstadt Jerewan. Nur das eine halt Ararat Jerewan heißt und eine Ararat Armenia. Da wollt's Büchel jetzt schön machen. Also ja, das nächste Mal, wenn ihr den Namen Ararat seht, gut hinschauen. Ararat ist nicht Ararat. Habe ich schon genug Ararat gesagt heute? Ich weiß es nicht. Ja. Armenien versucht sich zu wehren, aber bekommen keinen Zugriff auf uns. Ja, jetzt haben sie den Kopfball mal abgeblockt.
Ja, der größte Erfolg eines armenischen Clubs, dazu komme ich gleich. Ja, hätte ich eigentlich wissen sollen, dass das nicht geht. Also jetzt stellt sich Armenien auch mit Mann und Maus hinten rein. Oh, 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 Ball verfehlt. Ah, schade. Ich habe gedacht, ich erwische den noch. Boah, es hilft doch nicht, dass die Armenier ähnliche Farbkombinationen wie wir haben. Rot, Blau, Orange, so wie die Flagge von Armenien. Und wir sind eben Blau, Rot, Blau. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Und jetzt kommt wieder eine Flanke. Nix gibt's. Ja, lasst mich ruhig ein bisschen gehen. Und Schuss! Oh, schade. Ja, und Ararat Erevan, über die müssen wir noch kurz sprechen, haben den größten Erfolg in der armenischen Fußballgeschichte gefeiert, als sie 1973 tatsächlich sowjetischer Meister geworden sind. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Oh, abgefälscht, was passiert? Also das habe ich auch noch nie gesehen. Das war geil jetzt. Oh, das war eins der kuriosesten Tore, das ich in dem Spiel je gesehen habe. Nice. Ja, wie gesagt, 1973 sowjetischer Meister. Und in der Saison 74-75 waren sie damals auch im Europapokal der Landesmeister. Und sind dort erst im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Bayern München ausgeschieden. Also das war damals, das waren damals ein, zwei sehr große Jahre für den armenischen Fußball. Ich möchte übrigens anmerken, sie sind nicht nur Meister geworden in dieser Saison, sondern auch Pokalsieger. Also haben gleich beide Trophäen geholt. So, Haas verschleppt den Ball ein bisschen, Wohlwend. Aber immerhin, wann ist das letzte Mal, dass ich 5 Tore in einem Spiel erzielt habe? Das ist auch schon ein bisschen her. War das das Spiel gegen Wales, dieses 6:3? Ich glaube schon. Ah, Ball her. Nein, 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 kein Gegentor. Kein Gegentor. Kommt nicht in Frage. 5:0 gegen Armenien. Und das in Jerewan. Das war doch mal ein würdiger Test vor der Europameisterschaft und ich würde damit sagen auch der letzte Test. Ja, denn wir haben jetzt das 40. Video in diesem Projekt erreicht und ich muss ein paar Vorbereitungen für quasi die Europameisterschaft treffen. Ich habe euch ja ein Video versprochen, wo ich euch das Team und Liechtenstein an sich ein bisschen näher bringe. Brauche ich halt auch ein bisschen Zeit dafür. Also ich kann euch nicht versprechen, dass es die nächsten Sonntage vor der Europameisterschaft jetzt auch noch Testspiele gibt. Falls es nicht so ist, die letzten 4-5 Mannschaften, die noch ausstehen, kann ich ja noch als Bonusmaterial nach der Europameisterschaft anfügen. Aber ich würde halt wie gesagt jetzt gern die Zeit nutzen, um an dem Video zu arbeiten. Das soll ja dann auch nicht unter Stress kommen oder dass ich vielleicht nicht fertig werde rechtzeitig. Ja, ihr sollt ja was bekommen. Tja, dann gehen wir mit einem guten Gefühl aus der Vorbereitung. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Das wird dann wohl das Vorstellungsvideo werden. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und ciao, ciao.